Ja, hallo liebe Angelfreunde, heute soll es einmal etwas genauer um unseren Zielfisch, nämlich den Dorsch oder den Ostseeleoparden gehen. Lateinisch nennt er sich Gadus morhua und lebt nicht nur in der Ostsee. Er wird bis etwa 160 cm lang, natürlich nicht bei uns in Küstennähe, und nennt sich dann in der Größe Kabeljau. Der Dorsch ist genau genommen die Bezeichnung für die noch nicht laichreife und in der Ostsee lebende Gadus morhua Version, also Kabeljau Version. In einem Forschungsreport, Link ist unten mit dabei, ist zu lesen, dass die Ostseedorsche schon im zweiten Lebensjahr laichen können. Die Größen, die uns beim Spinnfischen vor der Ostseeküste aus begegnen, dürften in der Regel so bei 50 bis maximal 80 cm liegen. Ich vermute mal, siehe Aufnahme, dass ein noch größerer Dorsch mit unserem mittelschweren Spinngerät auch kaum noch zu bändigen wäre. In der Angelprüfung lernt man die typischen Erkennungsmerkmale der dorschartigen Fische kennen, die dreigeteilte Rückenflosse und den kräftigen Bartfaden am Unterkiefer. Nach Fischereibiologen wachsen Dorsche sehr schnell, rund 14 cm pro Jahr. Kein Wunder, sie sind echte Fressmaschinen, die an der Angel einen wunderbaren Kampf liefern. Naja, und schmecken tun die fettarmen Fische ja auch noch. Was will man mehr? Geleicht wird von Februar bis Mai. Leider wird der Dorsch von vielen Küstenanglern oder gerade auch Meerforellenanglern als unangenehmer Beifang beim Meerforellenangeln tituliert. Damit tut man diesem tollen Kämpfer aber wirklich sehr Unrecht, zudem er auch noch ein vorzüglicher Speisefisch ist. Die derzeitigen Top-Spin-Köder für Dorsch stelle ich an anderer Stelle vor. Was sie fressen, ist sehr unterschiedlich. Ich habe Dorsche gefangen, die kurz zuvor Sandaale oder Tobiasfische, Heringe, Krebse gefressen hatten, siehe Fotos. Dann natürlich nicht ein oder zwei, sondern wirklich eine ganze Tüte voll. Interessanterweise würgen Dorsche ihre kurz zuvor erbeuteten Fische oder Krebse beim Fang oft wieder heraus. Ja, das war's in der Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg am Wasser. Ciao.